Ihnen. Heute schauen wir uns als erstes an, warum es sich empfiehlt, Kindersuchmaschinen zu verwenden. Im Anschluss daran werden Sie einige ausgewählte Suchmaschinen für Kinder und Jugendliche kennenlernen. Über die Suchmaschine Google lassen sich einige Trillionen Webseiten mit Text, Bild und Videomaterial finden. Diese Ergebnisse sind aber für Kinder meist ungeeignet, da sie weder für Kinder aufbereitete Informationen enthalten, noch auf kindergerechte Seiten verweisen. Unter Umständen kann es sogar passieren, dass Kinder mit irritierenden oder schockierenden Informationen oder Forscherbildern konfrontiert werden. Vorhandene Filtereinstellungen können zwar das Risiko dafür vermindern, machen die Suchergebnisse aber dennoch nicht kindergerechter. Das alles sind Gründe, die für die Verwendung von sogenannten Kindersuchmaschinen sprechen. Einige davon möchte ich Ihnen nun vorstellen. Blinde Kuh, die beliebte Suchmaschine für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die Blinde Kuh arbeitet derzeit mit einer Schlagwortsuche in ca. 30.000 Webseiten. Darin sind nicht nur reine Kinderseiten enthalten, sondern auch erwachsene Seiten, die thematisch für Kinder interessant sind. Unter Surftipps finden sich neben vielen anderen Themen auch die Rubrik Nachrichten, welche Seiten mit Nachrichten auflistet, die bereits für Kinder aufbereitet sind und auch über eine Angabe zum empfohlenen Alter verfügen. Starten wir nun eine Suche auf Blinde Kuh. Wir möchten etwas über das Thema Star Wars erfahren und geben den Begriff daher in das Suchfeld ein. Innerhalb kürzester Zeit erhalten wir 35 Treffer zum Thema aus den Bereichen Nachrichten, Film, Fernsehen, Online-Spiele und Kino. Sicher surfen mit FragFin, das Netz für Kids von 6 bis 12 Jahren. Alle Seiten der FragFin-Datenbank wurden von Medien, Pädagoginnen und Pädagogen sorgfältig überprüft, bevor sie dort aufgenommen wurden. Die Rubrik Problemlöser gibt Aufschluss über Tipps für den Umgang mit Suchmaschinen. Und bietet auch Videotutorials zu der Thematik an. Auf yuki.de erklären Kinderreporter die Suchfunktion und was man tun kann, wenn man nicht gleich fündig wird. Weitere Seiten, die man kennen sollte. Die Seite Uhu vom Verein für urbane Information, welche ebenfalls kindergerechte Inhalte und Informationen aus dem Web sowie Ausmalbilder, Lernspiele, Kinderwiki etc. für Kinder ab 2 Jahren beinhaltet. Für ältere Kinder oder Jugendliche empfiehlt sich die Suchmaschine Helles Köpfchen unter hellesköpfchen.de. Nun kennen Sie die Seite blindekuh.de, fragfin.de sowie weitere Suchmaschinen wie etwa